Ich wollte nur noch sagen, als Beweis war ich zuletzt mit meinen Kindern an der Wohnungstür und wir haben also, sie sind dann runtergegangen und ich bin zurück und habe mich wieder hingelegt, weil mir ging es nicht so gut und angeblich hat ihn dann haben die Kinder sind abgeholt worden von dem angeblichen Vater. Und ich habe das auch noch mal auf Telefon, weil ich dann noch mal mit meinem Sohn telefoniert habe, als er sein Handy hatte, weil das hat er nur zu Hause. Und ja, seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört und will gern wissen, wo die sind und habe jetzt recherchiert. Ja. Ihr kennt ja meine Geschichte und ich wollte es nur noch mal als Beweis, dass ich also seitdem auch zu Hause bin und meine Tür verbarrikadiert habe. Ich will meine Kinder und mich schützen und weiß ganz schreckliche Dinge, was geschieht mit meinen Kindern. Die leiden ganz dolle und will sie einfach nur retten. Sie haben ganz schlimme Körperverletzungen und von. Ja, mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Nur nochmal als Beweisvideo, weil ich ja schon seit 3 Jahren die Videos mache, schon seit 7000 Videos, seit mir meine Kinder komisch vorgekommen sind. Und ja, mittlerweile wissen sie nicht mehr, was sie wollen. So wie man eben das dann auch. Also mehr will ich jetzt nicht dazu sagen, um meine Kinder zu schützen. Ich schütze mich selber auch. Das sieht man ja auch. Und ja, ich poste das jetzt. Kinder, wenn ihr das seht, Mama liebt euch sehr, sehr stark. Heile, heile Segen, heile, heile Segen. Es tut mir so leid für euch und ich liebe euch so sehr. Eure Mami.